MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir sind heute auf einer neuen Karte unterwegs. Die Karte nennt sich Fartington Demo oder so ähnlich halt. Und wir haben einen neuen Bus. Darum geht es mir eigentlich hauptsächlich heute. Die Karte gibt es schon länger, den Bus noch nicht. Ich zeige euch heute den Transbus ALX 400. Ja, nicht Arlheim-Laurensbach Express, sondern ALX heißt der einfach so, keine Ahnung. Ja, auf einer englischen Karte. Dieser Bus ist von dem Kollegen V3D entstanden oder gebaut worden. Das ist übrigens auch der Kollege von dem MAN Line City, von dem Freeware Line City. Und hier steht was in Klammern London und so weiter. In der Readme stand auch sehr, sehr viel Informatives drin. Ich habe es aber leider nicht alles verstehen können oder eigentlich fast gar nicht verstehen können. Denn es war halt nicht auf Deutsch. Deswegen bin ich mir auch unsicher, ob das Ganze hier für das London Add-on gedacht war. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal in die Infokarte das eine Video packen, wo wir schon mal mit einem Bus gefahren sind, der hier im OMSI 2 Add-on London vertreten sein wird. Den gibt es ja schon in der aktuellen Version zum kostenlosen Download. Genauso wie diesen Bus hier, den könnt ihr euch auch downloaden, wenn ihr wollt, in der Beschreibung und die Karte auch. Im englischen OMSI-Forum, wo ich anmelden müsst. Das ist erstmal ganz wichtig. Ja. How can you tell if a plane Clovis Ticket Inspector is on your journey? Um mal wieder meine glorreichen Englischkenntnisse auszupacken. So. Ja, dann starten wir den mal ein bisschen. Einmal M drücken und dann M gedrückt halten. Der Sound ist ein bisschen komisch, das war eben aus einem alten DD übernommen. Oder sogar aus einem NL, auch wenn ich hier bremse. Hier auch aus dem NL. Und ansonsten ist es ein bisschen aus von dem London City Bus, den wir schon mal gefahren sind, übernommen. Also, ja, das ist ein bisschen gemischt alles, aber an sich gefällt mir der Bus richtig, richtig gut. Wir haben leider nichts, wo wir die... Also hier oben können wir auch die Linie nicht einstellen oder so. Wir fahren die Linie 1. Das ist eine relativ kurze Linie hier. Ne, wir wollen ja auch nur den Bus ein bisschen testen. Also man kann hier nirgendwo eine Linie und so weiter eingeben. Deswegen müssen wir das über das Taz 4 Menü machen. Und dann fahren wir zum Busdepot. Zack. Auch hier vorne, da habe ich schon gesehen. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Funktioniert aber komischerweise nicht bei mir. Ja, ansonsten auch sehr viel Werbung hier mit drin. Hier, created von V3D, United Kingdom 2017. Also sehr schön gemacht. Sehr schön modelliert. Vor allem auch ein Zweitürer, dieser andere Bus, den wir mal gefahren sind. Auf der Karte Buses of the West Country. Der hatte nur eine Tür. Auffällig auch, wir haben eine Treppe hier. Was ist das hier? Ah, das ist dann hier so eine Art Notfalltür. Okay, habe ich noch gar nicht gesehen. Guck ich mal. Hier. Das ist ja auch spannend, aber kann man leider nicht. Das wäre natürlich auch lustig. Push-Stop-Pull-Händle? Was ist das denn jetzt hier? Wahrscheinlich irgendwie Notbremse oder sowas, ne? Keine Ahnung. Naja. So. Fahren wir los hier. Trollo ist jetzt auch das aus dem MAN Line City. Ich bin mir unsicher. Also er hat auf jeden Fall so einiges aus dem Line City hier verbaut. Wo kann man das jetzt? Doch hier, ne? Da kannst du das. Also, nee, kann man nicht. Digga. Schon wieder Felderwoche. Ansonsten lassen wir das halt unten. Aber normalerweise müsste das ja über diese beiden Hebel hier zu steuern sein. Aber es geht nicht, okay. Ja gut, dann ist es halt so. Es war auch wirklich ausführlich beschrieben, welcher Knopf für was hier zu gebrauchen ist. Das ist zum Beispiel das Kneeling hier, dann senkt er sich ab. Richtig cool gemacht.
das Rollo gerade echt nervt, muss ich sagen, ne? Na gut. So, und da geht er dann wieder hoch. Genau, da gibt es aber auch keine Tasten auf der Tastatur. Damit verkaufen wir. Das ist das Rückgeld, was wir hier zurückgeben können. Also alles nicht so spektakulär. Türen ganz normal hier. So, man hört das. Das ist einfach nur wieder aus dem MAN Line City genommen. Hintere Tür müsst ihr erst die Feststellbremse. Ja, die Feststellbremse. Punkt. Dann könnt ihr die zweite Tür aufmachen. Piept dann auch so ein bisschen. Und dann die Feststellbremse wieder entsprechend raus. So. Das ist die Hupe. Ein wirklich sehr interessanter Bus, muss man ehrlich sagen. Gefällt mir auf jeden Fall. Nur das mit dem Rollo ist echt komisch. Vielleicht weiß das einer von euch irgendwie, wo man das... Fühle ich mich ein bisschen verarscht jetzt. Naja gut, es geht los. Wir fahren zur Starthaltestelle. So. Hier ist unser Bussteig. Hallo. Hallo. Einmal den Dayrider, das haben wir dann hier. So, Rückgeld habe ich keine Ahnung hier von der Währung, keine Ahnung. Haben wir hier kein Euro. Hört sich ein bisschen an wie Mr. Bean. Thank you very much, Single. Single müsste dann die Kurzstrecke sein. Oder einfach nur die einfache Karte. Return ist vielleicht dann hin und zurück oder so. Thank you very much. Ey, das ist doch ein Witz, ist das hier mit dem scheiß Rollo. Ha! Boah, ich bin ja so der Boss. Ich habe das nämlich schon mal gehabt. Bei irgendeiner anderen Funktion von OMSI. Wenn man dann, auch wenn man eine Taste drückt oder so, ne? Und die eigentlich wieder hoch geht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei manchen Dashboards ist das so. Wenn ihr die linke Maustaste gedrückt haltet und dann noch die rechte zeitgleich drückt und so weiter, dann bleibt das irgendwie so. Aber dass man das hier auch machen muss, das kann eigentlich nicht so gewollt sein. So, gucken wir uns das mal an. Spar. Ist eine kleine Demonstrationsmap halt, ne? Gefällt mir sehr gut. Wird auf jeden Fall noch ausgebaut. Es gibt noch zahlreiche andere englische Maps. Buses of the Rest Country ist ja die bekannteste, sind wir schon gefahren. Hatte ich keinen Bock, hier nochmal zu zeigen heute. Und, die wollen nicht mit uns. Und dann gab es auch noch andere, die wollte ich mir erst runterladen, aber das war ja, da musstest du dir so viel zusätzlich runterladen. Ist ja klar, ist ja eine englische Karte, da musst du auf jeden Fall erstmal die ganzen Splines und Kreuzungen haben. Die habe ich ja nur. Aber die andere Karte hatte noch so viel zusätzlich, was man runterladen muss. Also, das ging gar nicht, Digga. Meistens funktioniert es ja dann immer noch nicht. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, hier auf der falschen Seite zu fahren. So, natürlich haben wir auch keine Ansagen. So, next stop, Park and Ride. Übergang zum PKW. Da fahren wir so eine Art
Ja, eine Runde einfach mal. Wir fahren dann also wieder zurück. Ja, also Bus, ladet euch den runter hier. Wenn einer die Readme mal so ein bisschen versteht, ich habe es versucht mit Google Übersetzer, aber nee, ging auch nicht. Bin nicht schlau geworden, ob der Bus nur bei London mitgeliefert wird oder nicht. Guckt auf jeden Fall selber mal nach. Aber denkt dann, ihr müsst euch natürlich einen Account erstellen in dem englischen Omsi-Forum. Ist ja im polnischen Omsi-Forum auch so, ne? Da müsst ihr halt einen Account haben. So, wie ist das mit der Vorfahrt hier? Ich denke, dass er halt Vorfahrt hat hier, ne? Übrigens, schönes KI-Auto hier. Weiß jetzt gar nicht, wo die her sind. Ob die sogar mitgeliefert werden? Keine Ahnung. Aber ich habe mal nachgeguckt, mit Licht müssen wir auf jeden Fall nicht fahren. In England oder Großbritannien generell. So, den Weg fahren wir nachher auch gleich wieder zurück. Man hätte auch einfach die Haltestelle hier hinsetzen können, aber wir halten ein bisschen abseits des Parkplatzes. Also für mich wirklich ein wunderschöner Doppeldecker, genauso wie der London City Bus, den wir schon gefahren sind. Der ja auch mitgeliefert wird im Payward-On. Da freue ich mich auf jeden Fall schon richtig drauf. So, und da ist unsere Haltestelle schon. Wobei, ne, hier halten wir gar nicht an. Siehst du hier? Aber hier steigen sie auch manchmal ein. Ich bin die Karte ja schon ein paar Mal gefahren. Auch um ein bisschen zu üben. So, hier wäre dann... Ja. Tja, will keiner mit. Also gönnt euch auf jeden Fall auch mal eine englische Karte, wo ihr auf der... Nicht Bodenham oder so, da fahrt ihr auch auf der richtigen Seite. Aber einfach mal hier, da fahrt ihr einfach schön auf der falschen Seite. Das ist echt eine coole Sache. Ist auch geil, dass sowas gibt für Omsi. Nächste Haltestelle Westheat House oder sowas. Ich freue mich schon sehr auf London. Ich hoffe, es kommt auch mal irgendwann. Ich finde den Spiegel halt relativ klein hier. Da siehst du sehr, sehr wenig. Und dann sind wir wieder in dem Kreisverkehr, wo wir eben schon waren. Ich denke, ihr müsst immer ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts fahren. Hier so wie ich gerade. Na, doch nicht. Das war, ich hätte noch weiter rechts fahren müssen. Da muss man sich, wenn man sonst auf der anderen Straßenseite fährt, muss man sich da echt dran gewöhnen. So, da haben wir doch irgendwie angefangen vorhin. Auch diese roten Schilder hier, die sind neu, auch die haben sie schön gemacht. Es ist halt wirklich eine kleine Karte, wo du nicht viel zusätzlich installieren musst. Wenn du halt eine Riesenkarte haben willst, dann musst du eh eine Menge zusätzlich installieren. Und ich denke mal, auch London wird da sehr, sehr viel Speicherplatz verbrauchen. Ja. Auch das Oberdeck ist alles richtig schön geworden. Man kennt das von V3D, er baut echt gute Busse. Ich habe übrigens mal nachgeguckt. Bei Aerosoft London Add-on
Da stand nicht irgendwie ALX-Bus oder sowas. Transbus ALX, das stand da nicht. Also laut Aerosoft wird dieser Bus nicht mitgeliefert. Ich meine, es stand zwar in der, als ich den Bus ausgewählt hatte, in Klammern London. Da kann natürlich sein, dass das irgendwie ein Bus ist, der normalerweise in London fährt. Aber halt nicht im OMSI London. Das könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen. Er ist auf jeden Fall richtig gut modelliert. Die ein oder, ja doch, ein oder anderen Sounds könnte man natürlich noch verbessern. Good day, driver. Hello, mate. Guten Tag. Single. Ach nee, normalerweise mache ich hier immer mit, gebe ich das Ticket auch mit Tee, weil ich keinen Bock habe, aber hier für euch im Let's Play machen wir das mal. Wir kennen das Ding auch noch von dem letzten Video da, Buses of the West Country. Wer sich hier heute lustig macht, du kannst ja nicht fahren oder so mit dem Bus, holt euch die Karte selber, meinetwegen, ja, holt euch erst die Karte auch, dann habt ihr einen guten Vergleich und vor allem den Bus und dann guckt mal, ob ihr das selber hinkriegt. Das ist nämlich wirklich nicht einfach, wenn man das sonst nicht gewöhnt ist. Aber es macht Spaß. Ja, wie bin ich auf den Bus aufmerksam geworden? Ich habe das, wie gesagt, ne, es gibt ja auch Leute, die bringen dann einfach eins zu eins das gleiche Video raus, wie ich zum Beispiel. Am besten noch ein, zwei Tage später. Das ist übrigens der KI-Bus, der auch mitgeliefert wird hier. Ne, den müsst ihr euch sogar zusätzlich runterladen. Im Forum. Aber das ist kein Problem. Der ist auch sehr schön, bin ich noch nicht gefahren, aber sieht sehr gut aus. Aber ich sag das wirklich offen, ich habe die von einem englischen YouTuber-Kollegen, habe den Bus dort gesehen auf einer anderen Karte. Eben einer englischen Karte, wo man sich sehr viel zusätzlich runterladen muss. Aber ja, da habe ich das gesehen, habe ich den Bus gesehen. Ach, wir fahren mit dem Samsung Galaxy S3 Repaint natürlich. So, muss man hier blinken? Ja, genau. Bisschen weiter rechts, genau. Ja, da, also ich hab den Bus gesehen, hab mir gedacht, oh, geiler Bus. Hab erst gedacht, ja, das könnte ja dann wieder irgendwie nur eine Preview sein oder sowas. Oder wieder privat oder so. Aber nein, gab's wirklich zum Download im englischen OMSI-Forum. Im deutschen OMSI-Forum findet man sowieso generell nicht mehr allzu viel Gutes momentan. Warte mal, war es falsch jetzt? Das war falsch. Ah, ich bin bei Coming Soon, okay. Also hier ist Coming Soon, meine Damen und Herren. Hier wird dann die Karte noch ausgebaut. Das ist unser Repaint. Ich wollte euch natürlich auch nochmal zeigen, was hier in Zukunft kommt. Auf jeden Fall. Deswegen bin ich hier absichtlich nochmal lang gefahren. Klar doch. Die Motorsounds, die sind wirklich auch sehr gelungen, finde ich. Macht richtig Spaß. Klingt geil. So muss das sein. Ich sag, Türsounds und so weiter kann man natürlich noch ein bisschen verbessern. Muss man nicht das aus dem Line City nehmen. So, jetzt wieder. Schön weit rechts fahren. Ah, diesmal hat's gepasst. So, da vorne ist dann das Depot. Das ist dann die Endhaltestelle. Immer dieses Slow, Digga. 5 km/h, ich glaub's ja. So, und hier wäre dann auch die Endhaltestelle. Wunderbar. Kleiner Eindruck, kleiner Vorgeschmack wieder mal auf London. Da ist es, OMSI 2 on London.
Das verstehe ich sowieso nicht. Ja. Super Bus. Schöne Karte. Danke fürs Dabeisein. Gönnt euch beides hier. Ist wirklich wunderschön. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, liebe Leute, haut rein. Bleibt stabil und ja, ciao, ciao.